Und ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, ich musste die letzten Teile allerdings ein bisschen besser wie das letzte Mal. Also ich habe noch Munition für die Pistole. Denn dieses Mal hat es Joel geschafft, auf Knopfdruck zuzuschlagen. Beziehungsweise einen Gegner zu greifen. So, jetzt schauen wir mal weiter. Oh shit. Oh fuck. Und zack. Weg, 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 weg. Au, 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 au. Genau, weg, 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 weg. Wie viele Kugeln hast du noch? Die werden uns umbringen. Fällt dir was Besseres ein? Na, wir springen. Nein, zu hoch und du kannst nicht schwimmen. Ich gebe dir Deckung und dann rennst du. Das ist keine gute Idee, Joel. Du hältst mich oben. Ellie! Keine Diskussion. Ellie! Verdammt! Autsch. Das tat weh. Henry! Er wacht auf! Hey du, wir leben. Okay. Und? Was habe ich gesagt, hä? Alles klar. Es geht ihm gut. Wisst ihr, Sam hat euch entdeckt. Ihr habt echt viel Wasser geschluckt. Was ist dein Problem, Mann, hä? Henry! Hey, 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 hey! Er ist sauer, aber er wird uns nichts tun. Bist du dir da sicher? Stopp! Joel! Er hat uns da draußen im Stich gelassen. Nein, ihr konntet es allein schaffen. Und ihr lebt. Aber euch zu helfen, hätte ihn gefährdet. Bleibt da. Werdet ihr an unserer Stelle nochmal umgedreht? Ich hab dich gerettet. Und mich auch, Joel. Wir wären ertrunken. Es ist schon gut, ich bin okay. Was mich angeht, ich bin froh, dass ihr lebt. Also, der Funkturm ist hinter dieser Klippe. Okay, da gibt's tonnenweise Zeug. Du wirst froh sein, dass du mich hast. Wir sehen uns hier okay. Mal um. Ja gut, das ist so eine Sache. Ich meine, auf der einen Seite kann ich ihn schon verstehen, dass er gesagt hat, wir gehen nicht zurück. Um Sam zu schützen. Die andere Seite ist, er hätte eigentlich Zeit gehabt, Joel noch auf den Container zu ziehen. Ich meine, wenn es Tess geschafft hat, Joel irgendwo hochzuziehen, dann wird das Henry wohl erst recht schaffen. Vielleicht finden wir was in dem Boot da drüben. Ja, also es ist halt so eine Sache. Ich meine, was hättet ihr getan? Also ich... Ich bin der Meinung, Henry hätte durchaus die Zeit gehabt, Joel da noch hochzuziehen und auch die Kraft dazu. Also wäre jetzt so meine Meinung. Halten. Ja, ja. Ich bin schon dabei. Genau, machen wir. So, ich weiß aber, in dem Boot da drüben liegen tatsächlich Sachen. Deshalb gehe ich da jetzt mal rüber. Und schau mir das Ganze mal an. So, hier unten liegt, soweit ich weiß, noch ein Firefly-Anhänger. Ja. Da ist er.
Wow. Was? War hier ein Boot? Tja, auf dem Wasser ist das etwas anders. Eins nach dem anderen. Ja, auf dem Wasser ist es ein bisschen anders. Man wird seekrank, wie ich zum Beispiel. Ja. Warum schleiche ich eigentlich? Hier kommen keine Gegner. So, hier liegt nichts. Das würde Ellie gefallen. Achso, da lag noch ein Comic. Okay. Habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass ich den mit aufgehoben habe. Bootsnotiz. Es sieht aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durcheinander lang genug ausgewichen. Meine Zeit zur See neigt sich dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat auch schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So muss das irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Das kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, tretet bitte nicht drauf. Tretet bitte nicht auf meinen Schädel, danke. Ich. Okay. Ich versuch's zu vermeiden, auf den Kopf zu treten. Falls ich ihn finden sollte. So. Gucken wir mal weiter. Hier wäre ich rausgekommen, wäre ich durch das Loch gekrochen. Ich weiß nicht, ob hier noch was liegt, aber ich glaube nicht. Oder? Oh, Munition. Na, besser wie nix. Hier ist Endstation. Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich fast. Sie sind nett. Ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Da hast du recht. Oha. Hatten früher alle Boote? Ich glaube, wir haben was. Lass uns mal nachsehen. Dann schauen wir doch mal, was die beiden gefunden haben. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Das könnte sein. Ja, gut, er hat noch Alkohol, aber ich glaube, ich kann nichts herstellen. Gut, ein Messer könnte ich mir mal noch machen. Dann nützt mir aber der Alk nichts. Ah ne, das war nicht hier. Ich wollte gerade sagen, hier gab es irgendwo noch eine kleine Höhle, wo ich rein konnte, aber das war, glaube ich, nicht hier. Das war woanders, ob das wohl ich ist. Weiß halt nicht. Okay, zusammen. Na los, packen wir es. Okay, kommt Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Ja, ich denke, so ein Kanalisationsgitter ist ganz schön schwer. So, irgendwo konnte ich hier aber auch rein. Ja, genau hier. Hier war das. Siehst du was? Ja. Nein, hier geht's nicht weiter. Naja, hier geht's wirklich nicht weiter, aber hier liegen noch Sachen. Teile und ein Firefly-Anhänger. Aber ich glaube, ich habe schon einige von den Dingern übersehen. Ich hatte ja auch gesagt, dass ich die nicht alles sammeln würde. Joel, wir sollten uns hier umsehen. Gut, wir gehen hier lang.
Mach das. Mir gefällt's hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Richtig, haben wir wohl nicht. Blockiert. Okay. Hier noch was? Nee, ne? Nee. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Oh, jetzt eine riesige Ratte. So groß war sie jetzt auch nicht, ne? So groß war die auch nicht. Und voilà. Ja, Ellie. Ich weiß nicht, die Szene hat mich jetzt ein bisschen an The Walking Dead erinnert. Wenn Clementine Lee die Tür aufgemacht hat. Und komme zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. Genau. Ja, wie gesagt, es erinnert mich ein bisschen an The Walking Dead. Die Kanalisationsnotiz. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette. Baby, unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesem Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanal-Maulwurf-Mann. Wünscht mir Glück. Ich. Okay. Ein Kanal-Maulwurf-Mann. Naja, gut. Wenn er meint. Wenn er meint. Hier lang! Da vorne soll der Weg sein! Gleich hier! Okay. Aber wir hatten ja gesagt, wir wollen uns hier umschauen, ne? Aber hier liegt nichts. Gut, okay. Dann schauen wir mal. Können wir nicht hier raus? Nein, da kommen wir nicht hin. Ich wollte gerade sagen, das wird ein bisschen hoch. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Okay, Joe, wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Tja, das Ding klemmt. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie damit. Ja, vielleicht. Da, ein Generator. Ja. Henry, versuch's mal. Wow. Ich habe jetzt kurz überlegt, wie man auftaucht. Okay. Dann mal los. Ja, es geht. Also gut, wenn es geht. Ich hoffe, es hält auch. Ich sehe mich mal um. Bleibt wachsam. Genau, sehen wir uns mal um.
Immerhin hat er mir das Ding nicht auf den Kopf fallen lassen, ne? Ah, hier war die Höhle. Gedacht hab, die wäre schon draußen. So, da war nichts weiter, dann gehen wir mal hier hoch. So, die Palette brauche ich erst dann, denn ihr hört das Geräusch. Leise Joel. So, der hat noch ein bisschen Muni dabei. Aber mein Pfeil ist, glaube ich, futsch. Aber der hier nicht. Den kann ich wieder mitnehmen. Sehr schön. Weiß. Und die Tauschnotiz. Was haben wir? Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schienen sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt, aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn... Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es zu überleben, wenn niemand mehr über deine schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Was sie wohl gefunden hat... Weiß nicht. Dass die waren, oder? Ja, ich bin noch ganz. Oh Gott, ich dachte jetzt sonst was, wo der mich so angeschrien hat, ne? Alter. Gott. Er schreit da hier rum. Oh, das schon wieder. Ja, Ellie, das alte Spielchen. Na los, Ellie. Na also, sehr schlau. Ah. Ah, es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Ja, es wird es allerdings. Warte, Ellie, warte. Wie nach, ob der Generator noch Saft hat. Hier geht gar nichts. Wow, das Ding funktioniert noch, okay. Ja, finde ich auch. Lieber nicht laut. Dass das alte Zeug noch so funktioniert, ne? Wow. Ja, hilf mir mal hoch, bitte, genau. Hey, ich helf. Ja, dann mach doch. Ich würde sagen, ihr zwei beeindruckt. Wir sind schon Profis darin. Ja, das sind wir allerdings. Meistens jedenfalls. Munition, okay, nice. Erreichte Werkzeugstufe 3, okay.
eine Werkbank finde, kann ich dann auch meine Waffen weiter verbessern. Gucken, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwo eine kam. Eine Akustik. Eine was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Wer wohnt denn hier? Jemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Und eine neue Waffe. Die Shorty. Ja, die haben für eine Waffe meinen Namen geklaut, ne? Super. Ellen, nicht. Beruhig dich. Hey Sam, ja? Stell dich mal darüber. Okay. Bereit? Okay, mach schon. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Gönn den beiden doch mal ein bisschen Spaß. Das Tor ist allerdings auch ziemlich klein. So, hier ging es nicht weiter. Es ging dann durch den langen Gang weiter, den ich gerade noch gesehen habe. Gut, mitnehmen kann ich ja nichts weiter. Aber ich würde sagen, es wird Zeit, die Folge zu beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu The Last of Us. Bis dahin, tschüss!